muss mich nun schon als tollen Hecht loben. Ich habe es geahnt. Denn einen Sieg zu Hause von Arminia zu erleben, das ist eine ganz, ganz große Seltenheit. Naja, ich hatte mich entschlossen, nach auswärts zu fahren, um Arminia mal wieder siegend sehen zu können. Und das hat ja ganz fantastisch geklappt. Also sie haben sehr gut gekämpft, obwohl die Nürnberger ja wirklich in allen Belangen überlegen waren, muss man sagen. Arminia hat zwar immer gute Konter gespielt, das liegt uns ja auswärts, also es war schon ganz ordentlich. Und dann muss ich natürlich sagen, dann hat der Schablone ja wirklich wieder ein Goldhändchen gehabt, dass er dann den Klos rausnahm und dafür den slowenischen Mitbürger Sporada, Spora, dass er den reingenommen hat. Und der war noch nicht lange drin, bums, macht er das 1-0. Das muss man sich mal vorstellen. Also da brach bald das ganze Stadion zusammen. Arminia waren ja nicht, Armin war nicht sehr viel da, aber die Nürnberger waren sowas von enttäuscht. Naja, ist egal, aber bums, ruckzuck, umgehend. 2-3 Minuten später kriegten sie ja wieder einen bewilligt. Das war ja, ist bei Arminia ja üblich, dass dann der Siegestaumel so groß ist, dass sie dann tatsächlich die Verteidigung vermissen lassen. Spielt keine Rolle. Dann kam der Kerschbaumer. Ja, und wie ist das Schicksal so will? In der 86. Minute haut der doch das 2-1 rein. Da waren die Nürnberger platt und dann ging es natürlich für Arminia richtig hart los. Also das war ja nur eine Verteidigungsschlacht, das muss man ja sagen. Aber sie haben das mit Bravour geleistet. Und wie sagt man das? Es hat geklappt. Und darüber können wir froh sein. Die drei Punkte, die nimmt uns kein Mensch mehr. Aber jetzt wollen wir uns mal auf das Spiel gegen unseren Erzfeind, den Senfmacher Düsseldorf unterhalten. Wenn die kommen, also da haben wir ja nun noch was gut bei denen, nicht? Der 13. ist an für sich auch ein Glückstag. Und ich schlage heute die Zeitung auf und was lese ich da? Unser Schablone, der Trainer, der hat gemeldet, dass alle Spieler gesund sind und dass er aus dem Vollen schöpfen kann. Das ist natürlich eine feine Sache, da freuen wir uns ja alle drüber. Nur wichtig ist jetzt, ob die Spieler das auch, wenn er sich jetzt aufgestellt hat, und gegen Düsseldorf gerade, da sind die Ratschläger, sagte man früher immer. Und die stellen auch den vielen Senf her. Das sind die Senfweltmeister eigentlich. Und gerade gegen die, da müssen wir natürlich auf der Hut sein. Und jetzt ist es aber, jetzt muss man wissen, ob die ganzen Spieler, ob die auch bereit sind, das zu tun. Und das abrufen, seine ganze, was er von denen verlangt, das ist ja ganz wichtig. Ja, den Ball annehmen, das reicht nicht. Da muss man schon ein bisschen was tun. Und da bin ich ja nun gespannt, ob das was wird. Wir alle hoffen das ja, nicht? I'm gonna lay down my burden down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. Lay down my burden down by the riverside. Won't study. So hatten wir uns das vorgestellt, dass wir Rache nehmen für das Pokal aus. Aber was die heute geboten haben, also das spottet jeder Beschreibung. Das war eine Unverschämtheit, schon wieder zu Hause das Ding so zu vergeigen. Also merkt der es denn eigentlich nicht, dass der eine Hintermannschaft hat, die nichts taucht? Was nützt mir das, wenn er vorne drei Stürmer aufstellt, die keine Tore schießen, weil es wirklich verdammt schwer war heute gegen die Düsseldorfer?
Aber hinten, das ist doch, die wurden doch regelmäßig überrannt, die Jungs. Das war doch wirklich, nein, ich finde dafür keine Worte. Das war nicht ordentlich, das kann man nicht anders sagen. Und meine Auswärtsfahrten, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, die wurden ja heute Morgen gerühmt, beziehungsweise gerügt. Nicht? Das wäre zu Hause, wäre auch ein Sieg drin, aber was die heute wieder gezeigt haben, da ist es besser, man fährt mit der Straßenbahn oder irgendwie mit dem Bus oder mit der Eisenbahn irgendwo hin und guckt sich das Spiel auswärts an. Zu Hause, das bringt nichts mehr. Das lohnt einfach nicht. Es ist eine Sauerei, das glaubt keiner. Es ist genauso gekommen, wie ich es vorher gesagt habe. Lassen sich einen reindonnern und dann laufen sie wieder hinterher. Und diesmal war das Laufen zwecklos. Da haben sie sich noch einen zweiten eingefangen, denn die sind ja auch nicht doof, die Düsseldorfer. Die kontern auch. Also für Arminia, ich weiß nicht, da kann mir einer erzählen, was er will, da gebe ich keinen Schuh mehr für. Aber die wussten ja von Anfang an, dass wir gegen den Abstieg spielen. Und das haben die meisten Leute vergessen. Da sollten wir mal eigentlich dran denken und nicht immer himmelhoch jauchzend und dann anschließend meckern. Das geht nicht. Also ich sage, das ist schon in Ordnung so. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen. Nicht? Denn die Düsseldorfer, die haben die Ambition aufzusteigen und das haben die uns heute erstmal ganz kurz erklärt, wie das geht. Denn unsere sind nicht reif dafür. Ich bin ja kein Fußballexperte, aber was ich da heute gesehen habe, also ich war nur das erste Mal mit auf der Alm, also ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Ich habe gedacht, die Roten wären Arminia. So klasse haben die gespielt, aber das waren ja die Blauen, die zwei aufs Auge gekriegt haben. Naja, jedenfalls, so wie ich das gehört habe, sollen die mal froh sein, wenn sie den Klassenerhalt gut schaffen. Denn das war ja die Maxime, die rausgegeben wurde. Und alles andere, und denn die Spinner, die jetzt schon meinten, sie wären so reif, dass sie aufsteigen könnten, also die sollte man mal wirklich, ne? Aber das ist ja egal, das geht uns weiter nichts an, jedenfalls mich nicht. Ich muss sagen, also was ich heute gesehen habe, das macht mich nicht zum Fußballfan. Das könnt ihr mir glauben. Daddy, one more. Yes, Daddy.